Eine linke lesbische Journalistin lebte ein Jahr verkleidet als Mann. Sie wollte von den männlichen Privilegien kosten. Stattdessen bekam sie einen Einblick in die Schattenseiten des Mannseins. Jetzt ist sie froh, als Frau geboren worden zu sein. Über ihre Zeit als Ned schreibt Nora Vincent in ihrem Buch Enthüllung, Mein Jahr als Mann. Als Kind hasste Nora Puppen und Kleider. Ihr Verhalten entsprach nicht ihrer Geschlechterrolle. Sie war ein Tomboy. Als Siebenjährige bekam sie den Spitznamen Ned. Diesen nutzte sie, als sie sich als Mann ausgab. Sie erwartete, gut in die Männerrolle zu passen. Es gab aber noch äußerliche Hürden. Haare kurz schneiden und Herrenmode tragen reicht nicht. Sie trainierte 6 Monate lang, hob Gewichte, nahm 15 Pfund Muskelmasse zu. Sie bekam Sprachtraining. Frauen reden schneller, benutzen mehr Wörter und machen weniger Atempausen. Will man männlicher, also tiefer klingen, muss man langsamer reden und längere Sprachpausen machen. Sie trug sogar einen künstlichen Penis, ihre Brüste verdeckte sie mit einem Sport-BH und hin und wieder trug sie aufgeklebte Stoppeln. Erfolgreich verwandelt schloss sie sich einer Bowlinggruppe an. Sie wollte Männerfreundschaften schließen. Die erste Überraschung war der männliche Händedruck. Begrüßung unter Frauen empfand sie stets als künstlich und kalt. Frauen umarmen sich aber nur, weil es eine Konvention ist. Sie fühlen nichts dabei. Aber die Handschläge mit den Bowlingkameraden fühlten sich warm und ehrlich an. In ihrer Zeit als Kind in einer weiblichen Sportmannschaft erlebte sie viel Missgunst. Mädchen freuten sich über das Versagen der anderen. Ihre männlichen Teammitglieder aber gaben sich stets große Mühe, ihr zu helfen. Selbst Mitglieder der gegnerischen Gruppen, obwohl um Geld gespielt wurde. Die Gegner wollten offenbar den Sieg nicht geschenkt haben. Sie wollten herausgefordert werden. Gewinnen gegen einen starken Kontrahenten. Es half aber alles nichts. Ned blieb der schlechteste Bowlingspieler der Liga. Sie gab sich ihrem Team als Frau zu erkennen. Die allermeisten mochten Nora lieber als Ned. Auf einmal wurde sie anders behandelt. Die Männer waren bereit, mit ihr über emotionale und intime Themen zu sprechen. Sie beobachtete, dass Männer das untereinander nicht tun, um die Fassade des harten Kerls aufrechtzuerhalten. Mit ein paar Bowling-Kollegen besuchte sie Stripclubs. Fast alle Männer aus der Bowling-Gruppe gingen regelmäßig in solche Einrichtungen, obwohl sie verheiratet waren. Sie war überrascht davon, wie stark der männliche Sexualtrieb ist. Obwohl sie lesbisch ist, fand sie Schoßtänze nicht erregend, sondern abstoßend. Sie war angewidert vom ganzen Erlebnis. Lust war losgelöst von Verführung, Fantasie und emotionaler Verbundenheit. Ohne diese Dinge macht ihr das Ganze keine Freude. Sie gewann aber mehr Mitgefühl für Männer. Sie haben einen enormen Drang und müssen ihn im alltäglichen Leben aus religiösen, politischen und ehrlichen Gründen unterdrücken. Sie ging mit Frauen aus. Das hätte der beste Teil des Experiments werden sollen. Immerhin hat sie wirklich ein romantisches Interesse an denen und ist solche Verabredungen schon gewöhnt. Sie stellte aber fest, dass Frauen Ned und Nora ganz unterschiedlich behandeln. Als Frau ist es einfach, sich mit anderen Frauen gut zu verstehen. Es gibt ein gemeinsames Band, eine gemeinsame Sprache. Als Mann litt sie unter den vielen Zurückweisungen. Das war sie nicht gewohnt. Im Bowlingverein herrschte die Unschuldsvermutung. Die Bowler nahmen Ned herzlich auf und gingen davon aus, dass er ein feiner Kerl ist, solange nichts anderes belegt ist. Für Neds Verabredung war er ein Schurke, bis er ihnen das Gegenteil beweist. Sie traf viele verbitterte Frauen, die ihr selbst mitleidige Geschichten darüber erzählten, wie sie von Männern in der Vergangenheit getäuscht und ausgenutzt worden seien, in einem vorwurfsvollen Ton. Ned war verantwortlich für seine vermeintlichen Geschlechtsgenossen. Eine Frau kramte bei der ersten Verabredung ein Fotoalbum heraus und ging mit ihr die vielen Bilder ihr völlig unbekannter Leute durch. Offenbar ein Test, um zu sehen, ob es Ned ernst ist oder er nur das eine will. Die Redezeit wurde größtenteils von Neds Verabredungen beansprucht. Stundenlang erzählte das Gegenüber von den privatesten Sachen. Ex-Freunde, Schwärme, Mitbewohner oder Schüler, die sie nicht mochten, Kindheitserinnerungen, die sie noch quälten. Nie kam es ihnen in den Sinn, dass der Gesprächspartner nicht interessiert sein könnte an halben Lebensgeschichten. Die feindseligen Haltungen dieser Frauen ihr gegenüber machten sie kurzzeitig zu einer Misogynistin. Zu Studienzeiten hatte sie Kurse in Frauenforschung besucht und über historische Unterdrückung von Frauen erfahren. Sie hatte feministische Literatur gelesen. Sie hatte früher auch mal so gedacht. Sie kam sich als lesbische Frau wie eine doppelte Minderheit vor. Als Ned, als weißer Mann sah sie sich ebenfalls doppelt unterdrückt. Sie wurde von diesen Frauen für Taten anderer weißer Männer verantwortlich gemacht. Das löste in ihr ebenfalls eine feindliche Haltung gegenüber Frauen aus. Auch die hohen Erwartungen nagten an ihr. Männer überlegen schlicht, ob sie die Frau attraktiv finden. Frauen wollen den gesamten Charakter der Männer durchleuchten. Und sie haben widersprüchliche Erwartungen. Einerseits soll der Mann selbstbewusst und dominant sein, der Frau sagen, wo es lang geht, andererseits soll er modern sein und Gefühle zeigen. Tatsächlich versuchten mehrere Frauen Ned auf seine politische Ansicht zu überprüfen. Zigmal kam das Thema Abtreibung zur Sprache. Die meisten Frauen fanden Ned aber dann doch zu feminin, zu schmal und zu weich. Danach ging Ned für ein paar Wochen ins Kloster. Wie verhalten sich Männer unter sich und im Zölibat? Schnell fiel sie negativ auf. Sie lobte einen 80-jährigen Mönch für sein gutes Aussehen. Ihr wurde dann klargemacht, dass Männer sowas nicht sagen. Obwohl die Mönche seit Jahren zusammenlebten, behandelten sie sich wie Fremde. Der Abt ordnete immer dienstags einen sozialen Abend an. Die Männer sollten im Kreis sitzen und sich unterhalten. Gute Gespräche entwickelten sich nicht. Ihnen fehlten Frauen als Bindegewebe, die sie anhielten, sozialer miteinander zu sein. Einige Mönche sahen Netz feminine Körpersprache. Sie hielten Ned für schwul. Sie warnten Ned davor, eine Beziehung mit einem anderen Mönch einzugehen und machten schwulenfeindliche Witze. Sie litt darunter, für geschlechtsuntypisches Verhalten zurechtgewiesen zu werden.
Sie wollte wissen, wie die Arbeitswelt für einen Mann ist. Sie hatte bisher nur als Journalistin gearbeitet. Als Ned wollte sie sich in ein testosterongeladenes Umfeld wagen. Sie bewarb sich für einen Job als Haustürverkäufer. Ned sollte von Tür zu Tür gehen und den Leuten Kataloge verkaufen. Dafür trug sie zum ersten Mal einen Anzug. Der gab ihr ein starkes Selbstbewusstsein. Sie kam sich auf einmal viel männlicher vor. Das tiefe Sprechen ging wie von selbst. Als Frau verhielt sie sich in Vorstellungsgesprächen immer nett und zurückhaltend. Aber als Mann wurde angeblich nicht nur geduldet, es wurde erwartet. Ned sagte Sachen, die Nora sich nie getraut hätte zu äußern, und bekam den Job. Bei den Verkaufsgesprächen war es genauso. War Ned nett und höflich, erntete er verachtende Blicke von den Kunden. Verkaufen war wie Frauen nach ihren Telefonnummern fragen. Man durfte sich seine Unsicherheit nicht ansehen lassen. Das Schwierigste war nicht aufzugeben. Wenn Ned niedergeschlagen war, sagte ihm sein Kollege, übernimm die Kontrolle und zeig deine Eier. Überraschenderweise half das. Es gab ihr neuen Mut. Sie hat diese Sätze heute immer noch im Kopf, wenn sie mit Ablehnung konfrontiert wird. Vor dem Experiment dachte sie, Unterschiede zwischen Männern und Frauen wären anerzogen. Als Tomboy sei sie bis auf ihr Erscheinungsbild Männern ähnlicher als Frauen. Doch nach dem Jahr wurde ihr klar, dass sie wirklich eine Frau ist, dass es biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Sie erwartete, als Mann neue Freiheiten zu gewinnen, sich unfreundlicher und lauter benehmen zu können. Tatsächlich fand sie, dass unbegründetes Selbstvertrauen Männern eher gestattet wird, aber abgesehen davon gab es mehr Zwänge als Freiheiten. Zeigte sie Emotionen anders als Wut, wurde ihr schnell klargemacht, dass echte Männer sich so nicht verhalten. Alles musste sie kontrollieren, ihre Körpersprache, Wortwahl und Stimmhöhe. Überallhin wurde sie von der Furcht begleitet, aufzufliegen, aber nicht aufzufliegen als echte Frau, sondern als femininer Mann. Sie ist froh, diese Furcht jetzt los zu sein. Denn nicht jeder Mann ist in den Augen der Gesellschaft ein echter Mann, aber jede Frau ist eine richtige Frau. Sie ist froh darüber, als Mädchen geboren worden zu sein. Ich bin auf das Buch gestoßen, als ich Wozu sind Männer eigentlich überhaupt noch gut von Roy Baumeister gelesen habe. Darin geht es um Geschlechtsunterschiede und wie die Gesellschaft sich diese zunutze macht. Das Bewundernswerte an dem Buch ist, dass Frau Vincent bereit ist, viele ihrer vorgefertigten Ansichten über Männer und Frauen zu verwerfen, nachdem sie mit der Realität konfrontiert wird. Aber es ist beklagenswert, dass man ein Jahr als Mann leben muss, um sich von dem ganzen feministischen Stuss, der einen in Bildungseinrichtungen, Populärkultur und sozialen Medien täglich eingetrichtert wird, zu befreien. Dass Männer nicht weniger, sondern andere Probleme als Frauen haben, ist jetzt keine revolutionäre Beobachtung. Ich habe das Buch in der Beschreibung verlinkt.